Jo Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolleur back am Start. Nach dem missglückten Abstecher im Hause Hexor Games habe ich mich heute tatsächlich in einer Neupublikation eingefunden. Ich werde mich heute an ein paar Bonus-Buys im brandneuen Space Miner Slot versuchen und hierzu stehen mir unverändert 10.000 Euro zur Verfügung. Seitens Stake wurde heute am Samstag ein neuer Reload ausgeschüttet, da ich bin in der letzten Woche meine Einsätze wie bereits angebracht diminuiert habe und ich so gesehen im Großen und Ganzen kaum bzw. nichts umgesetzt habe, wurde mir natürlich auch ein kleinerer Boost zur Verfügung gestellt. Dennoch stehen mir nun 9.969 Euro zur Verfügung und ich werde mich heute an ein paar 2.000 Euro Bonuspreis versuchen. Der Maximalansatz beläuft sich rein theoretisch auf 100 Euro, so gesehen könnte ich mir im selben Zug einen 10.000 Euro Bonus zulegen. In Feierlaune bin ich speziell nach der recht schlechten Session in San Quentin natürlich nicht. Dementsprechend werde ich mir heute ein paar kleinere Freispiele zulegen. Ihr konntet es sicherlich anhand meiner Stimme feststellen. Man munkelt, ich sei ein wenig erkältet. Nehmt mir meine Stimme also bitte nicht allzu übel und nehmt es mir auch nicht allzu übel, wenn ich heute ein bisschen weniger quatschen werde. Gemäß des Gesamtfabrikats ist es sicherlich nachvollziehbar. Ich schweife heute auch gar nicht allzu weit aus. Ich starte direkt mit dem ersten Bonusball. Ist ein sehr, sehr interessanter Slot, welcher natürlich eine brutale inhärente Volatilität aufweist. Der Maximalgewinn beläuft sich hier auf 50.000 Mal. So gesehen könnte ich selbst auf einen 20-Euro-Spin rein theoretisch 1 Million Euro gewinnen. Einen Maximalgewinn bekomme ich im besten Fall in dem Paralleluniversum. Ich wäre selbst mit einem 1000er-Multi schon mehr als zufrieden. Genug Gequatsche dazu, ich starte rein mit dem ersten Bonus bei. Gib mir einen guten Bonus, gib mir ein gutes Ergebnis. Ich bekomme hier natürlich 6 Spins kreditiert. Pro Raumschiff bekomme ich einen weiteren Spin kreditiert. Ich brauche hier Verbindungen. Verbindungen entfernen die Asteroiden. Ein größeres Feld gibt mir im selben Zug mehr Ways, mehr Potenzial. Recht simples Prinzip. An sich auch ein sehr, sehr netter Slot, sofern er mich nicht hängen lässt, wäre mir das natürlich mehr als recht. Ich bekomme hier auch gegebenenfalls ein paar Drops, wie man feststellen konnte. Es gibt hier tatsächlich 4 an der Zahl, das ist ein Dynamit. Im selben Zug wäre das natürlich ein Clear, ist recht einleuchtend. Ich starte bis dato mehr oder weniger gut. Ich bekomme weder phänomenale Verbindungen noch ähnliches. Und der erste Bonus zeichnet sich womöglich tatsächlich mit dem ersten Minusbonusball aus. Ich bekomme zwar ein paar Mini-Verbindungen, ansonsten aber tatsächlich wenig bis nichts. Ich bräuchte einen Retrigger. Ich bekomme keinen Retrigger, somit bekomme ich im ersten Bonusball direkt einen Minus-Bonusball. Wie ihr sicherlich feststellen konntet, sind es recht bündige Freispiele. Dementsprechend werde ich mir natürlich ein paar kaufen. Ich hoffe natürlich auf einen soliden Bonus. Hoffentlich bleibt mir ein weiteres Dilemma erspart. Die vorhergehenden Sessions in San Quentin und James Bonanza zeichneten sich bekanntermaßen nicht aus. Langsam aber sicher wäre es mal wieder an der Zeit. Wünscht mir Glück, ich kaufe mir den zweiten Bonus. Währenddem ich mir die zweite Animation anschaue, möchte ich heute tatsächlich noch einmal mein Gewinnspiel anschneiden. Wie allgemein bekannt verlose ich im Monat Februar tatsächlich 1500 Euro. Ich möchte mich hier grundsätzlich nicht selbst profilieren. Im Vergleich zum Löwenanteil der Casino-Streamer habe ich jedes Gewinnspiel natürlich an keine Konditionen gebunden. Es ist weder ein Abonnement noch ähnliches für die Teilnahme erforderlich. Die einzige zwingende Erfordernis ist natürlich eine Volljährigkeit, welche für diese Glücksspielthematik so und so immer verpflichtend ist. Das reicht aber tatsächlich dann auch mittels Eigenwerbung meinerseits. Ich starte rein in den zweiten Bonusball. Wesentlich schlechter kann es eigentlich nicht laufen. Ich bräuchte ja an sich nur ein paar gute Verbindungen, vorzugsweise ein paar gute Wild Drops und ein paar Verbindungen auf ein paar Top-Symbols. Sofern ich jene zeitnah bekommen könnte, beziehungsweise im schlechtesten Fall mindestens ein paar extra Walzen freischalte, ist tatsächlich ein bisschen was drin. Ich bekomme bis dato ein recht mageres Ergebnis und summa summarum tatsächlich auch einen recht mageren Bonus. Ich bekomme hier natürlich ein größeres Feld, da mir nur noch ein Spin zur Verfügung steht. Heißt es aber an sich wenig bis nichts. Ich bekomme einen Clear, ich bekomme einen finalen Spin, trotzdem nichts. Und ich bekomme tatsächlich den zweiten deutlichen Minusbonus bei in Folge. Jener Bonus untertrifft den vorhergehenden Bonus. Zwar nur knapp, aber doch. Ohne langes Umschweifen starte ich direkt in den dritten Bonus rein. Langsam aber sicher wäre mal ein guter Zeitpunkt für einen guten Gewinn. Ich möchte auch ganz kurz ein Wörtchen zum Kryptomarkt verlieren. Ich habe meine Stakes in Atom zum Preis von ca. 25 Dollar erhöht. Ich bin an sich kein riesiger Atom-Fan. Gemäß der neuesten Nachrichten könnte sich womöglich etwas anbahnen. Und hier bin ich wohl oder übel der Fear of Missing Out zum Opfer gefallen. Dementsprechend habe ich selbst in ein recht populäres Projekt, welches ich in der Vergangenheit nicht wirklich interessant fand, nun erstmals etwas investiert. Mal schauen, wie sich jenes Investment herausstellt, beziehungsweise ob sich jenes Investment dann tatsächlich retrospektiv lohnt oder gegebenenfalls nicht. Schlechter wie in Chainlink kann es eigentlich nicht laufen. Ich bekomme den ersten soliden Hit, ich bekomme den ersten soliden Clear. Ich brauche hier natürlich logischerweise Wildboards. Mit Wildboards bzw. mit Wild Wheels ist natürlich extrem viel drin. 2 bzw. 3 an der Zahl wären super. Ich bekomme womöglich den ersten Profit-Bonus. Ich
Ich kaufe mir zwischen 5 und 10 Freispiele, das hängt natürlich davon ab, wie gut es läuft. Sofern ich frühzeitig den guten Bonus bekomme, kaufe ich mir logischerweise keine weiteren Freispiele. Sofern es mega schlecht ist, drücke ich diese Balance vielleicht sogar auf 0 Euro runter. Weil natürlich wieder ein 10.000 Euro Verlust. Damit könnte ich aber ganz gut leben. Und obwohl man es anhand des Gewinns vermuten möchte, habe ich tatsächlich zum dritten Mal in Folge nun etwas verloren. Ist bis dato natürlich der kleinste Verlust. Ich verliere in meinem Fall nur 250 Euro. Ist jetzt nicht die Welt. Der erste Profitbonus bei zeigt sich bis dato mindestens noch nicht. 4 ist hoffentlich meine Glückszahl. Ich kaufe mir den vierten 2.000 Euro Bonus. Gib mir bitte einen guten Bonus, gib mir bitte ein gutes Board, gib mir mindestens ein Fullboard, selbst wenn ich 5 Deadspins bekomme, wäre mir das ehrlicherweise ganz egal. Ich kriege hier eine Mini-Verbindung, ich bekomme ansonsten nichts, beziehungsweise einen Hit. Irgendwas habe ich total übersehen. Ich habe auf jeden Fall eine Verbindung bekommen, es war aber nur ein Mini-Hit, sofern ich das richtig gesehen habe. So sieht's aus. Okay. Sieht jetzt nicht mega schlecht aus. Ich bräuchte rein theoretisch nur dieses Wild und dieses Wild, beziehungsweise diese Clears. Dann ist ein bisschen was drin. Ich bekomme eine nette Wildwalze. Ich bekomme eine Mini-Verbindung. Ich bekomme in meinem Fall im Respin nichts. Ist dennoch ein 412 Euro Gewinn. Ich nähe mich langsam aber sicher dem Break-Even-Bonus. Und vom Setup her sieht es bis dato am besten aus. Ich bekomme beinahe ein komplettes Fullboard. Jetzt bräuchte ich nur noch 2 Wildwalzen. Komm. Zweite, dritte Walze, ein paar Wilds. Oder im selben Zug natürlich einfach gar nichts. Ich bekomme noch ein Clear. Ich bekomme natürlich nur eine Mini-Connection, beziehungsweise einen Retrigger. Okay, einen extra Spin. Vielleicht habe ich es ein bisschen zu früh verschrien. Ich kriege hier nichts. Ich bekomme einen 264 Euro Gewinn. Und der letzte Spin bringt mir tatsächlich nochmal 2 Verbindungen. Beziehungsweise 3 Verbindungen. Mit Optimismus geht sich ein Break-Even-Bonus aus. Kommen jetzt ein paar Wilds. Okay, leider nicht. Wie sieht's aus? Komm, jetzt ein paar Wilds. Auf geht's. Okay, schade, nichts. Ist nicht mega schlecht. Ist ein weiterer 800 Euro Gewinn. Ich verliere zum vierten Mal in Folge tatsächlich ein bisschen was. Ich bekomme das erste Mal mindestens die maximalen Ways. Ich bekam das mindestens zu Gesicht. Das wollte ich sehen. Jetzt bräuchte ich nur noch einen guten Bonus. Mein fünfter Bonus, womöglich der letzte Bonus. Vielleicht drücke ich nachher ein paar 100 Euro Spins durch und hoffe auf einen regulären Bonus. Auf den 20 Euro Spins kann ich effektiv nicht die Welt gewinnen. Da bräuchte ich schon wirklich ein gutes Board. Wenn es jetzt der fünfte Minusbonus bei ist, drücke ich tatsächlich noch ein paar 100 Euro Spins durch. Ansonsten kaufe ich mir womöglich noch einen weiteren 2.000 Euro bzw. einen 5.000 Euro Bonus. Ich werde mich aber zu hoher Wahrscheinlichkeit an ein paar reguläre Spins ranwagen. Die scheinen mir ein bisschen besser, da dieser Bonus wohl und übel der nächste Minusbonus bei sein wird. Ich bekomme hier wenig bis nichts, natürlich ein paar Mini-Verbindungen. Vom Unterhaltungsfaktor her gesehen, läuft es heute extremst schlecht. Das ist der fünfte Minusbonusball. Ich verliere zum fünften Mal in Folge. Also gut läuft es nicht. Ich drücke jetzt wie bereits angebracht ein paar 100 Euro Spins durch. Ich hoffe auf einen regulären Bonus. Ich drücke hier natürlich ein paar Turbo Spins durch. Ich bräuchte dreimal das Raumschiff. Sofern ich dreimal das Raumschiff bekommen könnte, wird mir ein Bonus kreditiert. Ist nicht mega wahrscheinlich. Ich drücke das vorerst auf 2.000 Euro runter. Dann kaufe ich mir womöglich einen finalen 2.000 Euro Bonus, sofern ich bis dato einen Bonus bekommen könnte. Bitte jetzt ein... Komm, das ist ein guter Hit. Das ist ein guter Hit. Ist leider kein Bonus. Ist dennoch ein guter Hit. Ich könnte mir rein theoretisch einen 10.000 Euro Bonus leisten. Ich drücke das aber tatsächlich nur noch auf 7.000 Euro runter. Dann gehe ich im schlechtesten Fall jetzt nicht mit mega viel Minus raus. Komm, gib mir... Okay, ich gehe mit Plus raus. Das passt. Das passt, okay. Ich gehe mit Plus raus. Die regulären Spins sind es tatsächlich... Sehr, sehr schön. Dann drücke ich jetzt noch 15 Spins durch und dann war es das tatsächlich. Entgegen allen Erwartungen bekomme ich tatsächlich noch die Wende. Und obwohl ich mir einen weiteren Bonus gerne kaufen würde, spare ich mir das tatsächlich. Da sich jener Bonus wahrscheinlich nicht auszahlen würde und ich mir dementsprechend keinen weiteren Bonus kaufen werde, bekomme ich hier ein Bonussymbol, gib mir 2 weitere. Auf 14.000 Euro geht es runter. Das heißt, sofern ich bis dato noch einen Bonus bekomme, passt es. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video trotzdem zugesagt hat. War jetzt nicht mega interessant, lief aber tatsächlich erstaunlich gut. Ich meine, ich gewinne mal wieder ein bisschen was. Natürlich nicht die Welt.
Am Ende des Tages gewinne ich trotzdem um die 5000 Euro und ich gehe tatsächlich mit 15.000 Euro raus. Das ist ein sehr, sehr guter Einstand, speziell daran gemessen, dass es zwischenzeitlich katastrophal lief. Ich hoffe, euch hat dieses doch recht apathische Video zugesagt. Nehmt ihr nicht übel, ich bin heute nicht in Feierlaune. 5000 Euro Profit nehme ich trotzdem gerne mit. Ist am Ende des Tages nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wie sagt man so schön, Kleinvieh macht auch Mist. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Cheers.